Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem nächsten Unboxing von mir. Heute habe ich euch mitgebracht für den PC Call of Duty Ghost in der HDNet Edition. Und ich würde mal sagen, da schauen wir mal direkt gleich rein und ich würde sagen, legen wir mal los. Viel Spaß! So, willkommen zurück. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal direkt gleich an. Ich zeige euch natürlich wie immer den Karton als erstes. Was vorne drauf steht, was hinten drauf steht. So sieht die Vorderseite aus. Natürlich 100% Uncut. Der Flatschen kann ich euch jetzt schon sagen, ist nur auf so einem Schuber drauf. So sieht es von der einen Seite aus. Hier haben wir natürlich die Rückseite, was sich da drin alles befindet. Da kommen wir aber gleich zu. Das ist die Rückseite. Und das ist natürlich die letzte Seite. Das ist oben drauf, da ist nichts Besonderes drauf. Hier ist es von unten, da ist natürlich auch nichts drauf. So, dann packen wir das gute Stück mal aus. Dazu schiebt man das ganze Teil aus diesem Schuber heraus. Diese Box. Und dann hat man bloß noch das drauf stehen. Und das ist natürlich alles fest drauf. Hier unten das auch, der Schriftzug. Ja. Steelbook ist drin. Dann haben wir hier diese Bonus Teamleiter Digipack. Ist damit drin. Die dynamische Bonus Map Prefall. Ein Paracord-Armband, ein Spieleraufnäher natürlich, COD-Karte, Player-Name Clan, COD-Karten, Hintergrund, offizielle Soundtrack ist natürlich auch mal bei. Hier haben wir mal die Systemvoraussetzungen, die ihr haben müsst. Betriebssystem Windows 7 64-Bit oder Windows 8 64-Bit. Prozessor haben wir Intel Core 2 Duo. E8200 mit 266 GHz, ein AMD X3 8750 mit 2,4 GHz oder besser natürlich. Speicher möchte er haben 6 GB RAM, Grafikkarte Nvidia GeForce GTS 450 oder ATI HD 5870 oder besser. DirectX 11 Soundkarte, DirectX kompatible Soundkarten, Internet natürlich. Für Mehrspielermodus erforderlich. Internet zur Aktivierung erforderlich. Also ihr braucht Internet, um dieses Spiel zu aktivieren. Hier noch draufstehen, Achtung, dieses Gerät ist kein Spielzeug. Und so weiter. So, dann wollen wir uns das gute Stück mal angucken. So, hier haben wir das gute Stück. Hier haben wir vorne natürlich einen Soldat drauf. Die Seiten habe ich euch ja schon gezeigt und hier ist natürlich auch noch einer drauf. Und dann kann man das ganze Teil nach oben hin abziehen, den Karton. Das ist auch richtig massiver Karton, also ist kein billiger Karton hier. So, dann lächelt uns als erstes natürlich das Steelbook an, was sehr schwer ist, was ich euch jetzt schon mal sagen kann, also das hat ordentlich Gewicht. Hier haben wir natürlich die Vorderseite. Sieht richtig gut aus, also das haben sie sich gut verarbeitet. Hier haben wir die Rückseite. Hier haben wir es nochmal von hier. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, dann schauen wir uns das schöne Stück mal von innen an. Als erstes haben wir noch Papier, Papier. Dann haben wir hier vier CDs. Vier Stück an der Zahl. Und ich nehme die jetzt mal raus und dann schauen wir uns das mal an, wie es aussieht. Dahinter. So, ich habe die CDs mal rausgenommen und wie man sieht vom Weiten erkennt man einen deutlichen Totenkopf und das haben sie richtig gut gemacht. Auch das Material vom Steelbook ist richtig gut, also es ist kein billig Blech, sag ich mal. Und ja, ich würde sagen, schauen wir uns mal auch die Zettel an.
Ja, mit dem Zettel Nummer 1. Da steht nicht viel mehr drauf, nur Hinweise, wie man hier die Spielanleitung nachlesen kann und Kundendienst und ja, das Übliche halt. So, kommen wir zum nächsten Zettel. Das ist ja natürlich... So, das ist der andere Zettel, der dabei war. Das sind die digitalen Bonusinhalte, die da drauf sind. Natürlich steht der Code hier hinten natürlich drauf und ich könnte nochmal reingucken. Waffentarnung und Fahnenkreuz. So sieht denn der Kopf aus. COD-Karte, also hier sind eine ganze Menge bei. Hier haben wir da auch nochmal draufstehen, was sich da drin befindet. Und da stehen dann die Codes drauf, die ihr jetzt natürlich nicht sehen könnt, die man denn da eingeben muss. Und ja, machen wir weiter. So, kommen wir nun natürlich zum anderen Highlight, was da noch sich drin befindet. Und zwar das Armband. Das gucken wir uns jetzt mal an. Das kann man dann auch hier so rausziehen. Und ist dann so ein Teil drin, wo man das dann reinstecken kann. Hier das Steelbook natürlich und dann hier den anderen Karton. So, und hier haben wir natürlich das schöne Armband. Das werden wir mal hier rausholen. Das kann man hier oben öffnen. Ganz normaler Karton. Dann können wir das hier rausziehen. Das ist natürlich so ein Samtpolster-Gedöls. Sag ich mal, da kann man das hier rausholen. Oh, das ist auch richtig schön massiv. Also, das ist kein Plastik oder sowas. Ja, natürlich das schöne Logo von Call of Duty Ghost. Das ist richtig festes Material. Hier haben wir das, kann man das auch natürlich verstellen. Das kann man hier so aufschrauben. Und dann kann man es hier auch verstellen, verschiedenen Größen einstellen. Und dann kann man sich das um die Hand machen. Wenn man möchte natürlich. So, das war das Unboxing zu der Call of Duty Ghost Hardened Edition. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal wieder. So, das war das Unboxing zu Call of Duty Ghost. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Steelbook.